Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Grünen legen mit ihrem Antrag ein berechtigtes Anliegen vor. Auch die Linke hat sich dazu positioniert, sowohl zur Notwendigkeit einer Personalentwicklung, einer, die den Namen wirklich verdient, als auch zur Schließung der Gerechtigkeitslücke für die Beamtinnen und Beamten. Und darüber zu reden, ist einfach sinnvoll. Und es hat ja auch die Debatte eben gezeigt, weil das Nichtstun der Koalition in dieser Frage spektakulär ist. Weil das Land inzwischen Überschüsse erwirtschaftet und die Beamten an dieser Leistung ihren Anteil haben. Und weil die Anforderungen an die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes stetig steigen. Unsere Erwartungen übrigens an die Qualität der Leistungserbringung auch. Jeden Tag hören Sie, seid flexibel, qualifiziert euch, bildet mehr aus, organisiert den Wissenstransfer, seid verlässlich und ideenreich. Und weil viele Arbeitgeber rund um den öffentlichen Dienst dazugelernt haben und attraktive Angebote unterbreiten. Deshalb glaube ich, dass diese Dreiecksbeziehung für die Koalition nicht gut ausgehen kann und der Druck, Versprochenes auch einzulösen, wächst. Meine Verwunderung ist deshalb so groß, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, die Beamten an den Überschüssen des Landeshaushaltes zu beteiligen und den Anschluss an die durchschnittliche Bezahlung der anderen Bundesländer damit zu ermöglichen. Und sie wächst, weil jetzt in der Mitte der Legislaturperiode und im Doppelhaushalt nichts dafür getan worden ist. Ja, die CDU hat im Sommer 2013 für 2014 3,45% mehr Besoldung versprochen. Und was ist daraus geworden? Was hat der Innensenator durchgesetzt? Also mir ist nichts bekannt. Und ja, die SPD hat im Januar eine Fraktionsklausur abgehalten und wohl in Ermangelung von Ideen und dem Wunsch nach Geschlossenheit folgend, und den wollten sie auch demonstrieren, das getan, was sie wohl am besten kann. Ja, wegen mir. Was sie wohl am besten kann, nämlich andere ärgern, ohne Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist ja kein Politikstil, der zukunftsfähig ist, aber sie haben es getan. Sie haben den Henkel vom Topf genommen, SPD-Machtzentrum draufgeschrieben und gesagt, da müsste ja was für die Beamten drin sein. Aber aufgepasst, sie haben den Beginn der Schließung der Gerechtigkeitslücke der Berliner Beamten zum Durchschnitt aller Beamten aller anderen Bundesländer, aufgepasst, auf 2016 verlegt. Sie haben es also komplett aus dieser Legislaturperiode hinausgeschoben. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Der pensionierte Beamte Hesse hat uns ja allen vorgerechnet, dass damit das Ziel der Anpassung, wir konnten ja jetzt gerade viel davon hören, dass es dieses Ziel immer noch gibt, auch bei der Koalition, dass das Ziel der Anpassung an den Durchschnitt der anderen Bundesländer dann im Jahre 2027 erreicht sein wird. Also unter der Devise, wenn der Topf aber nun ein Loch hat, haben Sie jetzt den Beamten wirklich einen Grund zur Verärgerung gegeben. Und ich bin sehr gespannt, wie Personalentwicklungspolitik mit dieser Glaubwürdigkeitslücke gelingen soll. Vielen Dank.